Einen schönen guten Morgen im August 22, Servicewüste Deutschland. Hello. Auszüge aus dem managerseminare.de Forum. Servicewüste Deutschland, Minoru Tominaga zeigt die rote Karte. Anlass: fehlerhafte Produkte, versteckte Fehlerquellen, nicht ausradiert, nicht ausgemerzt und nicht lösungsorientiert besprochen. Diesbezüglich lehne ich folgende Worte an. Damit die Deutschen kundenfreundlicher werden und sich im Job engagieren, scheint ein gewisser Druck nötig zu sein. Dies lässt zumindest aus Aktionen schließen, von denen Minoru Tominaga und Klaus Kropiol auf der Messe Zukunft Personal berichteten. Doppelpunkt. Tominaga zeigt Servicemuffeln die rote Karte. Kropiol hat einen Mitarbeiteraktienindex angelegt. Wenn die Deutschen Maschinen bedienen, glänzen ihre Augen. Wenn sie Menschen dienen, stehen ihnen die Haare zu Berge. Das stimmt. Uneingeschränkt, sagt auch MrWinGalacom.tv. Mit solchen Sätzen wollte Minoru Tominaga sein Publikum auf der Messe Zukunft Personal vom 22. bis 23. September 004, also vor 18 Jahren, in Köln nicht nur zum Lachen bringen. Der Verfechter der Führungsphilosophie Kaizen, eines ständigen Verbesserungsprozesses, der das Motivieren von Mitarbeitern in den Mittelpunkt erfolgreicher Unternehmensführung und absoluter Kundenorientierung stellt, bedauere, machte auch deutlich, ich bin gerade unterbrochen worden durch eine Nachricht, die deutsche Mentalität muss sich ändern, verändern. Kein Corona. Müsli. Damit Kunden zu Dauerkunden werden und Unternehmen erfolgreich sein können. Kundenorientierung in Japan. Ein Prozess permanenter Qualitätsverbesserung. Ich sag's noch einmal. Kundenorientierung in Japan. Ein Prozess permanenter Qualitätsverbesserung. So stand unter anderem der Vergleich zwischen Japan, wo Höflichkeit ein ungeschriebenes Gesetz ist, und Deutschland im Mittelpunkt. Seines Keynote-Vortrages in Japan ist jeder Kunde willkommen, in Deutschland darf der Kunde kommen, zeigte Tominaga den Unterschied zwischen den beiden Ländern auf. Zudem werde in Japan Kundenorientierung als Prozess permanenter Qualitätsverbesserung verstanden. Morgendliche 5-Minuten-Schulungen, in denen die Richtlinien für den Tag festgelegt werden, sind dort in vielen Unternehmen ein Ritual. Dass der Prozess der Kundenorientierung nie aufhört, zeigt sich dem japanischen Volkswirt zufolge bereits an der Entwicklung der vergangenen Jahre. Vor 10 Jahren hat man noch von Kundenzufriedenheit gesprochen. Heutzutage reicht es nicht mehr aus, den Kunden nur zufriedenzustellen. Das sage ich immer wieder, aber hier ist der Beweis, dass ich recht habe. Der Kunde muss begeistert werden. Er darf nicht nur, das sage ich, ein Notfallkunde sein für Notstrom, sondern er muss gerne kommen. Und dann denkt man immer dran, ach, wer hat mir da und da und da und da geholfen. Ein emotional entschiedener Kunde ist der längst willkommene Kunde beidseitig. Der Kunde muss begeistert werden, sagt Tominaga. Und um Begeisterung hervorzurufen, bedarf es seiner Ansicht nach gar nicht so viel. Regel Nummer 1. Sei es 24 Stunden erreichbar zu sein. Beseitigen Sie Ihren Anrufbeantworter und leiten Sie stattdessen Ihr Telefon am Wochenende auf das Handy eines Mitarbeiters um, forderte Tominaga seine Zuhörer auf. Der Mitarbeiter fordere dies schließlich nicht viel ab. Bei einem 50-köpfigen Unternehmen müsse jeder nur einmal im Jahr den Wochenenddienst übernehmen. Ist ja logisch, 52 Wochen im Jahr. Die Stimmung im Unternehmen wirkt sich auf den Service aus. Völlig richtig, was ich immer sage. Aber wie gesagt, man braucht den Doktortitel, dann bekommt man die Ohren geschenkt. Oder Professorentitel. Oder Diplomatentitel. Was Letzteres
bei mir der Fall sein wird. Klaus Kopjol, Geschäftsführer des Tagungshotels Schindlerhof bei Nürnberg und ebenfalls Keynote-Speaker auf der Zukunft Personal, wollte indes bewusst machen, dass der Ansatz zur Kundenbegeisterung im Spirit des Unternehmens liegt. Die Stimmung im Unternehmen muss stimmen, auch bei Notstromaggregate. Absolut, das sage ich auch. Sie ist der Sound entlang der Servicekette. So seine Worte. Doch, dass sich gute Stimmung und Herzlichkeit nicht einfach verordnen lassen, weiß auch Kopjol. Das weiß auch ich, Mr. Bin, galacom.tv. Um die Mitarbeiter zu motivieren, ihr Bestes zu geben und Energie in die eigene Arbeit zu stecken, setzt er daher den sogenannten Mitarbeiterindex ein. Das Prinzip, die Ich-Aktie eines jeden Mitarbeiters stark durch das Erreichen von Verbesserungsvorschlägen. Und nicht, wie ich gerade erlebt habe, ach, vergesst doch das mit dem Vorschlag oder vergesst das oder vergesst das. So wird man nicht besser, so bleibt man oder wird schlechter, das sage ich. Die Teilnahme an Weiterbildungen und ähnlichen Krankentage indes lassen den Index sinken. Die Aktion blieb im Schindlerhof nicht ohne Wirkung. Laut Kopjol zeigen die Mitarbeiter seit Einführung des Aktienindexes mehr Engagement bei ihrer Arbeit, sind weiter bildungswilliger und weniger krank. Gehört? Weiter bildungswilliger und weniger krank. Rote Karten für Servicemuffel. Ein gewisser Druck scheint also notwendig zu sein, um Verhaltensänderungen bei den Mitarbeitern zu bewirken. So greift auch Minoru Tominaga bei seinem Kampf für mehr Kundenservice in Deutschland zu Mitteln, die Mitarbeiter in gewisser Weise zu kundenfreundlichem Verhalten zwingen. Beispiel, Doppelpunkt. In verschiedenen Düsseldorfer Kaufhäusern verteilte er rote Karten an die Kunden, die diese Verkäufern unter die Nase gehalten werden sollten, von denen sie sich nicht gut behandeln fühlten. Ist da ein Fehler drin? Die diese Verkäufern unter die Nase halten sollten, von denen sie sich nicht gut behandelt fühlten. Ja, das ist sehr gut. Jawohl. Das habe ich auch schon mal gemacht mit einer Studie der Uni BWL Nürnberg. Das stimmt. Das heißt, im Umkehrschluss, wir können Zeichen setzen. Und das werde ich tun. Ich werde Zeichen setzen. Dafür bin ich bekannt. Im ganzen Land und darüber hinaus. Film bei galacom.tv, No Limits. Schau hin, wenn es darum geht, für eine bessere Welt mit dem Fahrrad. Ja, das ist es. Von Gipfel zu Gipfel. Servicegipfel, politischer Gipfel, Sportgipfel. Unterwegs zu sein, um Zeichen zu setzen. Denn ich möchte bestens bedient werden. Denn, wie ich auch schon sagte, als ich es auch schon sagte, TV Brasil, Berlin. Zeichen setzen. Schau hin, anstatt weg. Denn morgen könntest du der Nächste sein. Und wer sich verschließt, der kann den Laden ganz bald schließen. Jeder war einmal Kind. Also hat jeder die Chance, top zu werden. Man wird nicht mit extremen Mängeln geboren. Die werden erst bekannt. Man kann sie ausblenden, man kann sie analysieren, man kann auch besser werden. Guten Tag, jeder war mal Kind. Filmbike, No Limits.